Hallo meine lieben Quad Riders. Ich habe mal gedacht, ich mache mal ganz spontan ein Video. Eigentlich wollte ich heute mein oberes Lenkkopflager tauschen oder besser gesagt die Gummis. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich eh schon jetzt so viel wegschraube, dann kann ich auch gleich die Ventile mal nachkontrollieren oder gegebenenfalls auch einstellen. So, was müssen wir dazu machen? Auf jeden Fall einen Tag stehen lassen, wenn ihr die Ventile kontrollieren oder einstellen wollt, weil ihr braucht um die 20 Grad, sage ich mal, also Motor muss kalt sein. Dann Verkleidung wegschrauben, klar natürlich der Sitz muss runter, also Sitz runter, Verkleidung wegschrauben, Tank runter. So, dann die Unterverkleidung weg, die ist ein bisschen fummelig. So, wenn wir das gemacht haben, guckt ihr, dass hier der ganze Dreck weg ist, damit da nichts in die Ventilöffnungen reinfallen kann. So, was machen wir dann? Dann schrauben wir auf jeden Fall drüben die Zündkerze raus, dann machen wir hier die zwei Deckel auf. Den oberen Deckel hier auf, dass wir nachher den oberen Totpunkt einstellen können. So, was muss noch weg? Sonst muss erstmal nichts weg. So, das werde ich jetzt mal kurz machen und danach sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir jetzt die ganzen Deckel weggenommen haben, die ich euch gezeigt habe, so sieht es dann aus. Der Deckel ist ein bisschen fummelig, weil er innen drin noch so ein O-Ring hat. Da müsst ihr halt ein bisschen hin und her wackeln und feste dran ziehen, dann geht er weg. So, Zündkerze ist auch draußen. Dann braucht ihr eine 22er Nuss auf der Rätsche und dann drehen wir jetzt so lang links rum, bis diese Markierung hier oben ist. Dann habt ihr hier innen zur Kontrolle nochmal eine Markierung, dass ihr am oberen Totpunkt seid. Ihr könnt erstmal jetzt erstmal großzügig drehen, bis ihr fast ganz oben seid. Dann guckt ihr hier rein. So, jetzt muss ich mir eine dritte Hand wäre jetzt nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, dass ihr auch was seht. So, ich hoffe, so seht ihr was. Und dann kommt hier drinnen eine Markierung. Da kommt erst so ein H und dann kommt so ein Strich. Und dann richtet ihr das so aus, dass da dass das so flutet, so. Dann mal gucken, ob ihr das seht. So, genau, da drin ist so ein Strich. Hier oben sind wir auch drauf. Jetzt sind wir am oberen Totpunkt. So, jetzt kann ich das Licht wieder ausmachen. So, nachdem die beiden Punkte da fluchten, können wir dann die Auslassseite und die Einlassseite prüfen. So, bei der Einlassseite waren das glaube ich 0,9 bis 0,13. So, schauen wir mal schön nach. Ja, erkennt man es? Ja, ich glaube nicht so. Ein bisschen scheiße, fokussiert nicht. Egal, auf jeden Fall auf der Einlassseite braucht ihr 0,09 bis 0,013. Und auf der Auslassseite braucht ihr 0,16 bis 0,20. So, was ihr zum Prüfen braucht, sind diese Fühlerlehren. Ich habe Beispiel ganz feine, hier habt 0,4 immer hoch zu. Und wenn ich keine Ahnung, eine 0,13 brauche, nehme ich einfach eine 0,7 und eine 0,6, dann habe ich die 0,13. Und so kann ich das immer variieren, dass ich das ganz genau einstellen kann. Dann gehen wir mal rüber und dann messen wir mal. Das heißt immer, das soll saugend durchpassen. So. So, das sind mal 13. So, und hier drüben gehen wir auch rein. Ja, das sieht man immer so blöd. Ja, ein bisschen von innen rein. Das geht auch gut durch. So, und jetzt zum Überprüfen machen wir 0,14 draus. Mit dem 6er und dem 8er. So, und wenn die jetzt nicht durchpassen, dann bin ich genau auf 0,13, so wie ich das gerne auch hätte. So, der hier passt gar nicht mehr durch. Und hier drüben auch nicht. Das heißt, einlassen wir genau auf 0,13 auf dem obersten Maß. So, und das gleiche machen wir dann auch mit der Auslassseite. So überprüft man das. Die Auslassseite, die habe ich schon gemacht, Offcam, die hat auch gepasst.
So, aber was macht ihr jetzt, wenn ihr sie doch einstellen müsst, weil euer Spiel zu groß oder zu klein ist? So, das werde ich euch kurz zeigen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit einer Hand. So, ich lege es mal beiseite. So, man braucht hier eine 10er Rätsche. Dann löst ihr eine Seite, sage ich mal so, die löst ihr einfach. Ein bisschen fest, so, dann haben wir die gelöst. Ihr seht ja hier diesen viereckigen, ja, diese viereckige Schraube, sage ich mal, und hier ist die Mutter dran. So, damit können wir jetzt das Spiel einstellen, und zwar dann, so mache ich das, es gibt Spezialwerkzeug, dass ihr danach auch die richtigen Newtonmeter drauf ziehen könnt. Das habe ich nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das besorgen. Das heißt, nachmachen auf eigene Gefahr. Ich mache das mit dem Newtonmeter-Schlüssel. Auf die Mutter kommen nachher 14 Newton drauf. Und zwar mache ich das wie folgt. So. Ich nehme mir meine 013er Fühlerlehre. So. Besser gesagt, ich mache eine 014er draus. So, dann brauche ich wieder den 8er und den 6er. So, weil sobald ich das dann nachher auf meine Art so anziehe, ist es nämlich enger wie 014. So, der passt da jetzt nicht durch. Dann tun wir das hier ein bisschen loser schrauben, sage ich mal. So, passt auch noch nicht durch. Dann müsst ihr hier oben an dem Viereck drehen. Dann wird das Spiel größer, seht ihr, das passt da ohne Probleme jetzt durch. So, das lege ich mir jetzt hier rein, genau dazwischen, und drehe jetzt das Viereck, lasse ich da aufliegen auf der Fühlerlehre. So, die liegt jetzt auf, und dann drehe ich jetzt die Mutter von Hand auch zu. So, jetzt überprüfe ich mal, ob das da auch anliegt. Ja, liegt an. So. Und jetzt gucke ich nochmal nach, nicht dass ich euch Scheiße erzähle. 14, wo ist mein Handy, hier ist doch. 14 Newton kommen da drauf. Und was kommt drauf? Genau, 14 Newton kommen da drauf. So. Jetzt legen wir das Handy wieder hin, dass wir mal Licht haben. So, dann nehme ich meinen Newtonmeter-Schlüssel, setze den hier an und ziehe vorsichtig so, bis es Klick macht. So, habt ihr gehört? Klick. Nochmal kontrollieren. Klick. So. Und dann gucken wir mal, was für ein Ergebnis da rauskommt. So, das ist nämlich kratzend fest. So, jetzt können wir ja nochmal gucken. Besser gesagt, schauen wir einfach nochmal, ob der 14er da jetzt reinpasst. So, der passt da nämlich nicht rein. So, dann nehmen wir wieder unsere 13. So. So, und der geht nämlich jetzt gut sorgen durch. Falls es bei euch nicht funktioniert, dass das Spiel nachher größer ist wie die 013, oder ihr könnt hier auch, wenn ihr sicher gehen wollt, den 013er reinstecken und mit Gefühl anziehen, dann habt ihr nachher 012. Das ist auch noch super. Dann wiederholt ihr einfach das Ganze, bis euer Spiel nachher passt, und das könnt ihr auf beiden Seiten machen, Einlass und Auslass. Also so mache ich das schon seit Jahren und hatte nie Probleme damit, schon noch nie irgendwas kaputt gegangen. Aber wenn ihr ein paar Euro über habt und unbedingt das Spezialwerkzeug euch gönnen möchtet, dann könnt ihr euch das bei Yamaha oder online irgendwo kaufen. So, nachdem ihr dann eure Ventile eingestellt habt, baut ihr einfach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Auf die kleinen M6 Schrauben sind es, macht jetzt 10 Newton drauf, das ist dann alles fest. Die jetzt zieht einfach handfest an, dass nachher euer Decklaut dicht ist. Ja, und das war's schon. Also dann werde ich jetzt alles wieder zusammenbauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, Kommentar, wie ihr das so macht. Und abonniert gerne den Kanal.